Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 948 und wir stehen bei der ersten Mod, genau. Und das ist nicht der Klaas, Standard-Gag von früher, ich weiß, sondern wir sind bei diesem guten Stück hier. Und bevor ich hier viel drüber verliere, verliere ich mal die Information und gehe mit euch im Shop. Wir sind bei Kreisecken, da haben wir es. Ne? Das ist eine Rüttelecke, U238, Jawor steht dran. Ne? Argument steht dementsprechend noch als Hersteller hier oben dran. Und wir können die Möglichkeiten nutzen, was einzustellen. Wir haben einmal die Möglichkeit, das als Strich 1 zu haben. Dann haben wir noch die Walze hinten dran mit Abdeckung. Das ist das, wie es auch draußen steht. Und wir haben auch die neue Anhängevorrichtung dementsprechend. Das habe ich dementsprechend auch so eingestellt. Die Farbe hatte ich jetzt nicht gewechselt. Wir hätten aber noch, wie ihr seht, noch einen Grau, einen Grün und ein Rot noch zur Verfügung zusätzlich. So, da habt ihr es schon im Shop schon gesehen. War natürlich jetzt Quatsch, weil ich habe natürlich den Preis gar nicht gezeigt. 4000 kostet im Normalfall, wenn man da noch so ein bisschen dran rumdoktert und dreht, dann seht ihr selber, ist man immer noch unter knapp 5000. Man hat 3 Meter Arbeitsbreite, 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und braucht 50 PS. Das hat der 660 hier ganz locker. Und deswegen, werden wir uns hier mal, ne, da seht ihr schön die Hin- und Herbewegung. Sehr schön gemacht und hier auch die Übersetzung. Ne, da sieht man es. Also sehr schön gemacht und sieht auch von den Animationen sehr, sehr gut aus. Hat man halt nicht jederzeit. Und so wird das schön zickzackmäßig durchgenommen, das Ganze. Ne? Mach es mal wieder aus, da sieht man noch, wie es nachläuft. Also sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Man sieht das selber texturenmäßig und so. Das sind wir alles auf dem aktuellen. Und da seht ihr, da ist der ganze Apparat für die Bewegung, die Hin- und Herverursachung, ne? Die Bewegung für hin und her verursacht hat. Ich rede heute schon wieder einen zusammen. Ja, wie gesagt, eine sehr schöne Geschichte. Wir gehen mal eine Runde weiter. Ich habe noch zwei Sachen auf dem Parkplatz, aber wir fangen mal mit der platzierbaren Geschichte an. Man könnte jetzt hier schon gleich reingehen, das tun wir aber nicht. Wir gehen mal vorne rein, weil das hier ist ein SHK, steht dran. Das ist ein Akkushändler dementsprechend. Hier sehen wir noch schön Öffnungszeiten und sowas. Wir können die Türen aufmachen. Ne, die Jungs, die sich hier verewigt haben, wenn man reingeht, macht man natürlich als erstes Licht an. Hat Licht, funktioniert Licht hier nicht? Doch. Doch, das war ein Stück daneben. So, Licht angemacht im Laden. Ja, wir haben hier einen schönen Tresen. Hier sehen wir ein paar Verkaufsberater. Die haben also Plätze, die Verkaufsberater sehen wir nicht. Wasser und Softdrinks. Hier noch ein bisschen Ersatzteile-Geschichte kommt hier noch dazu. Ne, hier sieht man noch Werkstatteinheiten. Ne, sieht also alles sehr gut aus und guck gerade, warum ich was hier nicht bediene oder doch bediene. Doch, ich bediene den da. Ah, okay. Ne, hier kann man schön die ganzen Sachen noch hin und her fahren. Hat hier noch ein bisschen technische Spielereien dran. Und da wird es rausgehen. Hier können wir natürlich auch noch das Licht anmachen. Haben wir noch einen oberen Bereich. Da kommen wir auch hin. Hier liegen auch noch ein paar Teilgeschichten und sowas. Ne? Hier kann man die Sachen auseinanderfahren. Also man hat hier überall seine Sachen, ne? Hoch, runter. Also man kann hier alle Einstellungen machen und dann hat natürlich hier auch die Tore, um die Fahrzeuge reinzubringen. Ne? Das kommt noch dazu. So, ja, hier der Laden an sich. Sehen wir schon einen der vielen Eingänge. Das ist nämlich der Eingang Nummer 3. Dort vorne sind wir reingekommen. Da hinten wäre auch noch einer gewesen. Und wir haben noch so ein guter Abschluss hier noch eine Halle. Nein, eine Halle, nicht eine Durchfahrt hier im hinteren Bereich. Die hat auch Licht. Lichtschalter haben wir hier vorne neben der Tür. Machen wir auch gleich mal an. Irgendwie komme ich jetzt nur nicht auf die Closed Door. Irgendwie will mein Licht gerade nicht. Aber gucken mal. Lights on. So. Hier haben wir Licht angemacht und die Besonderheit hier ist, ihr seht schon die Ablaufbereiche hier. Hier könnt ihr noch eure Fahrzeuge sauber machen, weil hier ist noch ein Hochdruckreiniger. Also sehr schöne Geschichte, mal eine Halle mit ein bisschen drum und dran, Shop, alles in einem. Ein großes Teil. Ich zeige euch das Ganze natürlich auch mal hier im Shop. Finden wir unter Dekoration. Ne, worunter finden wir es überhaupt? Unter Hallen natürlich, auch nicht. Diverses.
Oder hatte es eine eigene Rubrik? Ich glaube, das hatte eine eigene, ja, es hatte eine eigene Rubrik über Fahrzeuge. Natürlich nicht ganz passend, aber ich habe es doch wieder gefunden. 165.000 müsst ihr dafür investieren. Dann könnt ihr euch das gute Stück hier auf eure Karte setzen. So, ich hüpfe mal weiter. Und zwar machen wir erstmal die Hilfe wieder aus. Und wir kümmern uns erstmal hier um den, seht ihr den Shop noch? Und wir kümmern uns erstmal hier um den Platz. Hier haben wir nämlich noch zwei LKWs stehen. Zwei komplett unterschiedliche. Einmal eher was moderneres, wie ihr hier seht. UD Trucks steht dementsprechend dran, auch das Logo dafür da. Da seht ihr noch Astra als Typenbezeichnung draufstehen. Questa auch noch. So sieht der LKW aus. Macht soweit einen sehr guten Eindruck. Ne, hier ein paar verchromte Geschichten und sowas dabei. Hier oben haben wir ein paar Männchen mit Mützchen auf. Ne? Wer es braucht, warum nicht? Licht, ja, wir haben oben eine Zusatzbeleuchtung. Wir haben aber in dem Sinne dann auch schön an der Seite noch Reflektoren. Ne, seht ihr, das sind zwei Lichtstufen nach vorne. Wir haben Blinker links und rechts. Auch die Seiten zeigen das immer mit an und auch die obere Hälfte der Extrabeleuchtung setzt das Ganze mit an. Mal eine schöne ganz andere Herangehensweise. Ja, der Innenbereich sitzt, das ist, da wird lichtmäßig nichts passieren. Wenn ich hier den Motor anmache, habe ich hier weiter so auch nicht. Also der Innenbereich könnte noch ein bisschen Liebe vertragen. Man sieht, dass es eigentlich alles in einem Ton und auch die Spiegel funktionieren so nicht. Aber wie gesagt, das ist von außen soweit schon mal ganz okay. Ja? Und hier noch den Abkippmechanismus. Das ist aber soweit da, wie ihr seht. Und dann könnt ihr das Ganze hinten auskippen. Wollte ich natürlich gerade nicht. Ich wollte es eigentlich nur wieder runterklappen. Die Klappe geht da hinten von alleine wieder ran. Ne? Sorry fürs Räuspern. Und ja, so sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal hier mal eine Runde, mit dem Motor auch gehört haben. Hört sich, weiß ich nicht, ne, ist Geschmacksfrage. Ne? Wir fahren einfach mal. Bremslichter gehen, Rückfahrleuchten sind irgendwie nicht so am Start. Ne? Aber wie gesagt, sonst funktioniert soweit einwandfrei. Shop-technisch finden wir den, glaube ich, unter LKWs. Hier ist leider so kein Bild dabei. Aber hier sehen wir es, hier oben blinkt das Ganze auch. Ne? Felgenfarbe können wir noch wählen. Dann haben wir auch tatsächlich die Felgenfarbe. Und das ist dann noch mehr die Felgen- und Radgeschichte, die wir hier einstellen können. Eine Sache hatte ich noch gar nicht ausprobiert. Können wir das Fahrzeug anmachen, Licht anmachen. Ne, das Blinken kriege ich so nicht so mit. Ich dachte, das wäre jetzt auch als Rundumleuchte noch zu sehen, aber das ist es in dem Fall so nicht. Und Motor wieder aus und Licht auch. So, gut, okay, damit hatten wir den. Das Einzige, was ich noch nicht gesagt hatte, war der Preis, glaube ich, hatte ich fast vergessen. 20, ne, da muss man nichts drüber sagen. Auch das ist genau wie der Innenbereich noch nachbesserbar und außen sieht das soweit schon ganz okay aus. So, und dann dachten wir, warum nicht einen zweiten LKW? Genau, und da sind wir auch schon auf dem Weg. Hier hinten seht ihr das gute Stück nämlich schon. So sieht er aus. Schönes altes Tatra-Logo drin. Mehr die sehr klassische Texturvariante, sage ich mal so. Reifen und sowas sehen alles gut aus. Wie weit was gewollt oder gekonnt ist, kann man natürlich schlecht einschätzen. Hier hinten natürlich die Textur ein bisschen grober, aber soll natürlich eine gebrauchte Oberfläche darstellen. Das kann man alles soweit nachvollziehen. Wenn wir hier reingehen, haben wir Licht. Das funktioniert schon mal einwandfrei. Haben wir in zwei Stufen. Hinten haben wir auch Licht. Blinker dementsprechend. Haben wir vorne wie auch hinten. Das ist also alles schon mal ziemlich okay. Eine Rundumleuchte haben wir nicht. Wir gehen mal in den Innenbereich. Der ist spartanisch, alt, aber mit einem freundlichen Kollegen ausgestattet. Aber ihr seht, wenn wir die erste Lichtstufe anmachen, gehen die Armaturen in eine Beleuchtung. Und wenn wir die zweite anmachen, dann seht ihr oben in der oberen Reihe noch das blaue Lämpchen extra leuchten für die zusätzliche Beleuchtung. Finde ich schon mal sehr gelungen. Wenn wir hier die Hilfe anmachen, dann sehen wir selber, wir haben noch die Abkippseite zu wählen. Und wir können mit der Maus hier auch noch die Türen aufmachen, ne? Hier klappern sie vor sich hin sozusagen. Vor, zurück und links-rechts Bewegung sind die jeweiligen Türen. Wir kippen das Ganze auch mal ab. Da sehen wir auch, hier ist schön an eine Hydraulik gedacht worden. Das ist also alles da. Das sieht also soweit gut aus.
So, okay, auch hier, ich muss glaube ich hier noch was nachreichen. 70.000 Liter sollen in den LKW von vorhin gehen übrigens. Und den anderen finden wir hier. Und da gehen 12.000 Liter rein, was sich auch dann realistisch anhört. Wir haben hier 235 PS bei 90 km/h und ihr seht die Punkt, Punkt, Punkt. Er nimmt also ziemlich alles mit, was auf der Karte eingetragen ist. Und 100 am Tag muss man investieren für das gute Gerät. Ja, mehr die klassische Version, ne? Ich würde es einfach sagen, ich bleibe auch mal hier bei der klassischen Version. Stell dich einfach so hin und ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei sein würdet. Und ich muss noch einen kleinen Einwand machen. Ich bin noch gar nicht gefahren mit der guten Kiste. Fast vergessen, bin schon hier bei den schweren Absagen und dann wollen wir sagen, drehen wir. So, Bremsleuchten funktionieren auch. Ja, sorry, hatte ich fast vergessen. Ne? Also so hart es ist. Aber jetzt haben wir es auch noch mal fahren hören. Und jetzt gönnen wir uns noch mal das Bild von der Seite. Ne? Vielleicht auch von dieser Seite. Ist das Licht ein bisschen besser. Und dann stellen wir hier hin und sagen dann, ja, noch mal vielen Dank. Und dann bis morgen.